Umgang mit Gnadenlosigkeit anderer. Im Zwischenmenschlichen gibt es immer wieder Polaritäten. Es gibt die Gerechtigkeit und es gibt die Barmherzigkeit. Und allzu oft sind diese beiden ja im Widerspruch. Barmherzigkeit will dem anderen geben, was er braucht. Die Gerechtigkeit will dem anderen geben, was er verdient. Gerechtigkeit ist manchmal gnadenlos. Aber Gerechtigkeit muss auch mit einer gewissen Gnade verbunden sein. So gibt es im deutschen Rechtssystem zwar nicht mehr diese große Gnade wie früher. Früher gab es mehr die Begnadigung, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, eine Strafe zu reduzieren, wegen guter Führung, oder man kann auch begnadigt werden. Gerechtigkeit und Gnade, Barmherzigkeit gehören beide miteinander verbunden. Aber es ist gut, dass manche Menschen eher auf Gerechtigkeit aus sind und andere eher auf Barmherzigkeit aus sind. So können beide Pole berücksichtigt werden. Schlimm ist natürlich, wenn es jemandem nur um sich selbst geht, wenn er nur nach seinem eigenen Vorteil strebt und gnadenlos nach seinem Vorteil strebt. Das ist etwas, was nicht so gut ist. Und da muss man manchmal auch etwas tun. Da muss man manchmal darauf aufmerksam machen, vielleicht auch den Menschen darauf aufmerksam machen oder an Widerstand dagegen organisieren. Aber bevor du jemandem Gnadenlosigkeit vorwirfst, überlege zunächst mal, aus welchen Gründen ist er. Hat er vielleicht Gerechtigkeit? Und manchmal, wenn es auf Gerechtigkeit beruht, kannst du auch mal die Gnade appellieren. Menschen, denen es um Gerechtigkeit geht, sind oft auch Menschen, die es deshalb tun, um bei anderen Gutes zu bewirken. Manchmal hilft auch ein Appell an ihre Gnade, an ihr Mitgefühl, ihre Liebe, ihre Barmherzigkeit.